Machen Sie ja, einfach. mein Name ist David Filmer, Georg Büchner Buchladen, Berlin-Prenzlauer Berg, hier am Kollwitzplatz. Und ich möchte kurz unser Projekt vorstellen für die Kinder- und Jugendliteraturtage in Prenzlauer Berg, die im September stattfinden sollen, zum ersten Mal. Wir freuen uns sehr, dass wir namhafte Künstler und Autoren gefunden haben, diese Woche zu gestalten. Das sind Namen darunter wie Ole Könecke, der Ritter Rost wird kommen, nicht persönlich, aber wird eben vorgestellt. Wir haben Kooperationspartner dabei, wie den Verlag Jacobi & Stewart. Dort wird der Künstler Aljoscha Blau auch zeigen, den Kindern, wie er Bücher gestaltet und wie sie hergestellt werden. Wir haben die Autorin von Liliane Susewind dabei, berühmte Autorin aus Nordrhein-Westfalen, die wird hier bei uns im Laden den Kindern ihre Bücher vorstellen. Und das Herzstück des Ganzen ist eigentlich der Literaturpreis für Jugendliche Prenzlauer Berg, den wir zum ersten Mal ausschreiben. Jugendliche und Kinder von 8 bis 15 Jahren haben also die Möglichkeit, hier ihre schriftstellerischen Fähigkeiten zu beweisen. Bis zum 30. September können also alle, die daran Interesse haben und dazu Lust haben, ihre Texte bei uns im Georg Büchner Buchladen einreichen. Es wird eine hochdotierte Jury geben. Die Jury, bestehend aus einem Verlagsmitglied, aus einer Buchhändlerin von uns und einer Jugendlichen aus unserem Leseclub Undercover, wird also dann darüber entscheiden, was die ersten, zweiten und dritten Preise sind. Und wir denken, dass das vielen von euch viel Spaß machen wird und fordern also alle auf, sich daran zu beteiligen. Die erste Kinder- und Jugendliteraturwoche Prenzlauer Berg beginnt am 16. September und dauert ungefähr eine Woche, und wir freuen uns sehr darauf.